Ja, hallo und moin. Ihr habt ziemlich lange nichts mehr von mir gehört. Und es lag einfach daran, ich war krank. Ich konnte meinen rechten Arm nicht bewegen. Eine ganze Zeit lang hatte starke Schmerzen drin und habe starke Schmerzmittel auch dafür bekommen. Es geht jetzt zum Glück endlich wieder rechtzeitig zu Weihnachten, so wie es sein soll. Aber deswegen ja, lag ich einfach flach und mochte mich auch nicht so wirklich bewegen. Deswegen gab es auch keine Videos. Das nur zur Info. Und jetzt viel Spaß bei dieser weihnachtlichen Folge. Ja, ich hatte mir diese noch Weihnachtsmarktfiguren gekauft, weil ich die ganz nett fand. Und ich kam zufällig gerade am Laden vorbei, da standen die im Schaufenster. Da dachte ich, nehme ich mal mit. Dann habe ich überlegt, baue ich mir doch auf meinem Marktplatz, den ich so plane, einen Weihnachtsmarkt, den ich so im Winter aufstellen kann auf meiner Anlage. Und im Sommer ist da halt der Springbrunnen und ganz normaler Marktplatz, vielleicht nur ein Wochenmarkt. Ja, und dann habe ich gesehen, das sind nur Figuren. Wenn ich jetzt die Hütten als Modell dazu kaufe, dann zahle ich für eine Hütte ab 12 Euro aufwärts. Und dann gab es noch so andere Weihnachtsmarkt-Sets. Immer einzelne Hütten und das würde ganz schön ins Geld gehen. Da habe ich gedacht, das kannst du auch selber bauen. Ja, und da habe ich gedacht, ich mache mir doch wieder selber Bastelbögen, inspiriert von diesen Scale-Scenes und den anderen Möglichkeiten, die ich so gefunden habe, wie zum Beispiel dieser super YouTube-Kanal Chantwell, der für seine N-Eisenbahn alles aus Papier baut, was wahnsinnig geil ist. Habe ich gedacht, bevor ich viel Geld in Weihnachtsbuden stecke, mache ich Bastelbögen. Und ich habe hier verschiedene Typen an Weihnachtsbuden. Ihr könnt hier verschiedene Hintergründe auswählen für eure Buden, wenn ihr dazu Lust habt. Also ich habe für jede Bude einmal noch einen alternativen Hintergrund für jede Bauform. Wenn ihr wollt, kann man das aber auch noch anders austauschen. Also das kriegt ihr wahrscheinlich selber hin. Und ich habe verschiedene Holztypen für die Wände genommen. Und wie immer, diesen Bastelbogen gibt es auf meiner Homepage zum Download. Und wer Lust hat, ihr müsst nichts dafür bezahlen, ist kostenloser Download. Aber wer Lust hat, der kann mir gern über PayPal dafür eine Spende zukommen lassen. Und wie bei Scale Scenes auch, nehmt ihr euch einen Karton. Ich habe hier einen alten Pizzakarton von der Tiefkühlpizza. Und den schneide ich mir erstmal zurecht, weil hier ist eine Prägung drin. Das finde ich nicht so gut. Und ich schneide mir jetzt aus dem Bogen die Teile einer Hütte aus, die auf Pappe aufgeklebt werden müssen. Das ist diese weißen Verblender sind es nicht. Sonst muss alles hier von diesen Sachen auf Pappe aufgeklebt werden. Diese schraffierten Flächen hier werden ausgeschnitten. Das ist der Ausschnitt, um in die Bude reingucken zu können. Aber das seht ihr, während ich das zusammenbaue. Also für den Anfang baue ich erstmal diese obere Bude mit dem Schrägdach hier. Das Ganze bestreiche ich jetzt mit Weißleim. Und dann klebe ich das auf die Pappe auf. Streiche schön glatt. Wo noch ein bisschen was fehlt, noch ein bisschen Leim nachgeben. Und um das Ganze schön antrocknen zu lassen, legt ihr ein Buch drauf. Und noch ordentlich Gewicht zum Beschweren, damit es schön angepresst wird. Und dann könnt ihr es erstmal ein paar Stunden trocknen lassen. Seid da nicht zu zögerlich mit der Trocknungszeit, weil das Modell wird es euch danken, weil es muss ja noch auseinandergeschnitten werden anschließend. Und je trockener das Modell ist, desto besser klappt das.
Nach dem Trocknen kann ich die Teile zurechtschneiden. Was heißt zurechtschneiden? Natürlich die Teile ausschneiden von der Hütte, wie es dann sein soll. Und seht mir zu. So, alle Teile sind zurechtgeschnitten. Noch ein Tipp, wenn ihr das zurechtschneidet, versucht es nicht mit einem Schnitt durchzuschneiden, sondern wenn ihr so ein Stahllineal da drauf habt, nehmt ihr den Skalpell oder das Messer und macht mehrere Schnitte hintereinander, bis es von selber durchgeht. Also ganz leicht und das Messer die Arbeit machen lassen. Dann bekommt ihr auch saubere Schnitte hin, ohne dass euch das wegrutscht oder das ganze, die ganze Pappe verrutscht und ihr euch verschneidet. Jetzt geht es wieder munter ans Kleben. Dies ist einmal ein Stück Dachpappe, das wollte ich nicht aufkleben. Ich habe mich für diese Innenausstattung entschieden. Dazu, das ist der Fußboden. Dazu gehört diese Rückwand, also das Äußere von der Hütte und die Innenausstattung. Das muss aneinander geklebt werden. Diese finde ich nicht so schön im Moment für diese Hütte. Die lege ich beiseite, die brauche ich nicht. Und auch die Seitenwände müssen aneinander geklebt werden, damit ich innen und außen habe. Und wenn ihr das soweit habt, diese Stücke, ihr seht, es kommt hier wieder leicht hoch, kommt wieder das Übliche, ein Buch zum Pressen drauf und das Ganze natürlich beschweren. So, wenn alles durchgetrocknet ist, dann habe ich hier die einzelnen Teile der Bruchbude. Hier ist ein bisschen Klebstoff rausgekommen, das schneide ich mal weg. Hier unten auch. Dann habe ich hier die Rückwand, hier den Fußboden und die Seitenwände. Dann bauen wir mal die Hütte zusammen. Thank you.
So, ich habe noch ein paar Veränderungen an meinem Bauplate gemacht, an den Bastelbögen. Die kriegt natürlich die neueste Version online. Das Dach habe ich vergrößert und diese Zierbalken in Weiß, die sind hier auch zu kurz, die werde ich auch nochmal ändern müssen, also auf den Bauplänen, dass die hier ganz durchgehen. Und dann würde ich das so andenken, dass hier zuerst die langen Balken klebt und dann die Eckbalken hier zum Umklappen drüber, dass das hier nahtlos aussieht und dass hier nichts so überlappt, dass es irgendwie täuschen, also wenn der Balken hier überlappen würde in dieser Richtung, finde ich das nicht so hübsch optisch, als wenn man hier erst den klebt und dann den da drüber. Und die hier muss ich auch nochmal verlängern. Das werde ich gleich nochmal tun. Und dieses Bütchen entsprechend modifizieren. Und vielleicht werde ich hier oben auch noch Balken hinsetzen. Ich glaube aber nicht, weil an den Seiten finde ich es nicht so gut. Hinten gefällt mir das. Ich weiß nicht, ob der Balken hier sein muss. Ich denke schon, aber hier an den Seiten muss ich nochmal sehen. Ja, doch, vielleicht, damit es geschlossen aussieht. Okay, das zu den Buden. So, ich habe den Bastelbogen überarbeitet. Jetzt sind die Zierbalken überall da, wo sie sein sollen und auch in der richtigen Länge. Und das sieht doch schon mal sehr viel besser aus. Das wäre die erste Bude. Jetzt baue ich noch ein paar weitere. Nun habe ich drei verschiedene Typen von Weihnachtsmarktbuden gebaut. Also die von eben noch. Hier in der Mitte ist der Glühweinstand. Und dann ist hier noch eine, die so Weihnachtsschmuck und so verkauft. Das kann man so grob sehen. Der Glühweinstand hat sogar das Schild mit Glühwein drüber. Und was diese Stände eigentlich noch haben, was ihnen noch fehlt, sind diese Weihnachtsgirlanden, wisst ihr? Also so Tannennadelgirlanden und vielleicht auch ein paar Christbaumkugeln. Wie ich die Christbaumkugeln hinkriege, weiß ich noch nicht, aber es sind auch manchmal bunte Lichter dazwischen. Da habe ich schon eine Idee. So, und das versuche ich mal so ein bisschen wie im Geländemodellbau. Also da, wo ich Girlanden haben will, bestreiche ich das Häuschen mit Leim. Ja, auch ein ganzes, nicht nur wir, also ich möchte ein ganzes Diorama machen. Und manchmal haben die auch hier unten so um den Tresen rum nochmal Verzierungen. Wichtig ist, dass ihr halt Leim nehmt, der auch transparent auftrocknet. So. Und dann nehme ich Streugras. Ich habe mir Waldboden ausgesucht, weil ich denke, das kommt dem am nächsten. Und dann nehme ich so ganz wenig. Und das lasse ich dann erstmal trocknen. Und dann habe ich hier einmal ein Stück, das soll der Marktplatz dann werden für den Weihnachtsmarkt. Da können wir dann so rundherum die Buden aufstellen. Da jetzt auch die Girlanden so dran. Lichter habe ich noch nicht an den Buden, aber das was einzige, was ich nicht bauen wollte, waren einmal diese Weihnachtsmarktfiguren, die ich mir besorgt habe, also Besucher des Weihnachtsmarktes. Ich zeige die nochmal so. Das ist ein Figurenset, verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Und den wollte ich auch nicht selber bauen, den Weihnachtsbaum, der da in der Mitte oder davor stehen soll. Also hier vorne soll mal der Weihnachtsbaum hin. Ich habe hier schon ein kleines Loch eingeschnitten für die Litzenführung, weil der Weihnachtsbaum hat natürlich Beleuchtung. So, ich habe den Baum aufgestellt und dahinter drumherum habe ich hinten die drei Bütchen platziert. Und das Einzige, was uns jetzt auffällt, der Baum hat Schnee, hier liegt kein Schnee. Wir müssen es also schneien lassen und das mit Hausmitteln. Tja, und um es schneien zu lassen, brauchen wir Leim.
ein Küchensieb, so ein kleines, reicht. Und ich habe mir gedacht, wir machen das so wie beim Lebkuchenhaus. Ich habe Speisestärke, also Maismehl ist wichtig. Maisstärke ist sehr weiß und bleibt auch weiß. Mehl wird irgendwann irgendwie gelb. Und auch Kartoffelmehl ist schon gelb, sieht nicht so gut aus. Puderzucker, ja, ist, glaube ich, ein bisschen zu fein. Mehl gefällt mir, glaube ich, besser von der Struktur. Und wenn es, vielleicht nehmen wir noch ein bisschen Kristallzucker später, wenn es zwischendurch ein bisschen glitzern soll. Mal schauen. Also ähnlich wie beim Schottern oder bei der Landschaftsgestaltung. Wir machen da Leim hin, wo Schnee gefallen sein soll. Und natürlich überall auf dem Fußboden. Ne? Beziehungsweise ist ja Marktplatz auf dem Gehweg. Ist also so ähnlich wie begrasen. Und da ich hier ein bisschen rumexperimentiere, Kunstschnee ist mir ein bisschen zu teuer. Und den man so bekommt für Weihnachten halt so zur Gestaltung, der ist zu grob für die Eisenbahn, also für den Maßstab, weil das sehr grobe Flocken sind. Das gefällt mir da nicht so. Also manche tun ihn noch in die Kaffeemühle, aber ich will ja auch noch Kaffee trinken, keinen Kunstschnee im Kaffee haben. Na dann, lassen wir es mal schneien, ne? Also das Stärkemehl ins Sieb. Und ihr seht schon, ein Teelöffel reicht vollkommen aus. Ein bisschen wie beim Schottern. Ein bisschen festklopfen drumherum. Und dann erstmal antrocknen lassen. Später können wir es abkippen. Jetzt lassen wir es erstmal trocknen. Tja, so schaut das dann aus. Da sind noch ein paar kleine Bruchstücke, wo das irgendwie nicht so gehaftet hat. Aber das ist ja immer so, das muss man dann noch ein bisschen nacharbeiten. Das könnt ihr jetzt, glaube ich, nicht sehen. Bisschen den Tresen hier noch freiräumen vom Schnee. Bisschen Schnee fegen. Ja, und ich hatte noch überlegt, die Buden zu beleuchten. Meine Kabellitze ist leider noch nicht gekommen. Das kann ich in diesem Video also nicht zeigen. Ich habe jetzt mal exemplarisch eine SMD-LED. Falls ihr das seht, die ist auch noch heller als der Baum. Aber die könnte man ideal hier, die ist ja kaum zu sehen hier zwischen dem Kabel. Die könnte man hier ideal noch in das Grün, also in die Girlanden reinkleben. Erfordert nur halt diese dünne Litze. Die habe ich bestellt. Link habt ihr unten in der Videobeschreibung. Ist aber nicht gekommen. Kommt noch, liegt wahrscheinlich am Wetter. Wir haben ziemliches Glatteis in der Nacht gehabt und ja, tut mir leid, kann ich daher nicht zeigen. Aber Weihnachtskugeln an den Hütten, da ist mir noch was eingefallen. Beziehungsweise nicht eingefallen, sondern durch einen glücklichen Zufall über den Weg gelaufen. Ich bin heute am 1-Euro-Laden vorbeigekommen und da gab es für 1 Euro Bastelperlen für Kinder. Und in blau, in grün, glitzern, nicht glitzernd, gelb. Ich glaube, wenn man die da ein bisschen in die Girlanden klebt, was ich gleich tun werde mit Sekundenkleber, haben wir da noch ein bisschen Weihnachtsschmuck an den Hütten. Ja, mit den Perlen obendrauf hat man irgendwie schon ein paar Weihnachtskugeln in den Girlanden drin. Hier der Glühweinstand und die Süßigkeitenbude davor.
dann kann ich ja Figürchen anbringen, nicht? Und somit, in diesem Sinne, wünsche ich euch frohe Weihnachten!